Hallo und willkommen zur Molinier Showbox und dem 15. Epilog. Wahnsinn. Wir sind wirklich bis zum 15. Epilog vorgedrungen. Die, wo jetzt immer noch dabei sind beim Let's Play. Erstmal ein Danke an diese Stelle, dass ihr mich immer so geil supportet habt. Ihr seid die Besten. Ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Und auch wenn Roguebook endet, hoffe ich, dass der Support weiterhin so geil bleibt. Danke an euch. So, mit wem gehen wir denn heute rein, ne? Epilog 15 ist der schwerste Epilog. Da wird die Gegner werden nochmal stärker. Wir haben jetzt die letzten drei Runden immer Cypher dabei gehabt, ne? Shara und Aurora. Einfach mal aus Spaß. Das ist die reine Angreifertruppe ohne irgendwelche Verteidigung. Ob wir damit klarkommen, schauen wir uns das an. Wir müssen natürlich alles das Schwerste wählen. Wir sind ganz unten angekommen. Gegner haben verursachen noch mehr Schaden, haben noch mehr Leben und noch weniger Gold. Also die noch mehr Leben. Ich glaube, das wurde auch dazu geholt. Oder war es schon immer so? Auf jeden Fall Schwierigkeit 5. Bonus für neue Helden. Wurden die Boni extrem gekürzt? Ich glaube, die Boni wurden extrem nach unten gesetzt. Mit dem neuen Update. Es waren ja so 1000, die wir eben bekommen haben durch Bonus. Naja, versuchen wir es mal. Shara hat das ja noch nicht geschafft und das hier hat Aurora noch nicht geschafft. Ich bin sehr gespannt. So, dann wollen wir mal. Was haben wir denn hier? Königliche Tinte, dann haben wir immer, wenn es bei dir zum Auflösen einer Karte kommt, erhältst du einen Block. Erhalte 4 Block. Oh Mann. Greife für 10 an, erhalte Schutz. Auflösen. Nebelwand, verteidigen Ausfallschritt nach vorne. Tapferkeit. Fernkampf, Kipflip. Das sind einige gute Gegenstände. Die Steine sind richtig kacke, die wir bekommen haben. Wenn dieser Held in diesem Zug nicht angegriffen hat. 2 Stärke. Schauen wir erstmal, was Nadim verkauft. Need anything, child? I trust in my blade, but a little more can't hurt. Wir haben die Kartenkosten. Ich dreh durch. Ziehe diese Karte zu Beginn jedes Kampfes. Dolchsturm. Und verdoppel die Stapel von Dolchen. Kostet 3. Mag das Fächer. Okay. Keine Ahnung, wie ich das spiele. Keine Ahnung, wie ich das spielen soll. Mit Deutschen definitiv nicht, wenn wir hier den Gear-Avatar haben. Ziehe diese Karte zu Beginn des Kampfs. Faustschlag, erhalte einen Mood-Block und greife für 3 an. Mit Combo ist er kostenlos. Kaufe ich mir mal. Dann haben wir hier noch Nebelwand.
This match is my show. Fernkampfblock erhalte Mut. Machen wir da hier auf die Tapferkeit noch ein bisschen Block drauf und dann passt es. Faust der Schildkröte auflösen. Ach so, sie erhaltet. Bekommt sie gleich mal einen geilen Schaden hier. Fällt an dieser Position verursacht weniger Schaden. Schön auch die Fratze. Und 17 Schaden macht er. Tapferkeit, Ausfallschritt. Gibt's das denn? Jetzt stirbt ihr wirklich nicht. Ist doch ein Witz, oder? Pam. Weggeschlitzt. Okay. Eigentlich gar nicht. Ist eigentlich direkt vor deinen Füßen. Dann haben wir drei hier. Das ist okay. Das können wir gleich hier benutzen. Feria-Brunnen. Da bin ich sehr dankbar dafür. Bis dein Deck zum ersten Mal gemischt wird. Wonderful. Wonderful. Greife für 4 an und verursache Bluten. Sturmkoloss. Immer wenn die Kelten eine Karte spielen, reduzieren sich die Kosten für den Sturmkoloss um 1. Ist der geil, der Sturmkoloss? Er macht immerhin 12 Schaden, ne? Aber. Wenn ich die ganzen Dolche spiele, dann ist er definitiv kostenlos. Aber ich versuche das Ganze ohne Dolche zu spielen. Wir versuchen das Ganze mal ein bisschen mit Bluten zu spielen. Wenn es möglich ist. Wegweiser, zieh eine Karte. Den Pferdemeister, wechsel deine Helden. Erhalte Block. Während des nächsten Zugs des Gegners fügst du deiner halt einen Dolch hinzu, wann immer ein Angriff geblockt wird. Pferdemeister. Verbündeter aggressiv. Konter.
Warum nicht? Warum nicht? So, die sind in der nächsten Runde schon aktiv. Puh, 29. Da haben wir einen Schutz, mein Lieber. So, dann spielen wir aber ein bisschen zerstückeln. Trotzdem gibt es einen übelsten Angriff. Was eine Pissnerke. Tapferkeit. Schlag. Kickflip. Faustschlag. Zerstückeln. Schlag. Mach das mal. Okay, der stirbt so oder so, egal was ich jetzt ziehe. Ich zerstücke den trotzdem. Erste Sahne. Was sind wir denn hier? Verdoppelt den Stapel im Deutschen. Wenn Aurora vorne ist, erhalte zwei. Ziehe ansonsten zwei Karten. Immer wenn du Gold aufnimmst, hast du die Chance, von 20% die Menge des gewonnenen Goldes zu verdoppeln. Ich glaube, wir kaufen uns das hier. Das ist natürlich auch sehr nice. Ziehe diese Karte zu Beginn des Kampfs. Brauche noch ein bisschen Gold. Füge deiner Hand drei Dolche hinzu beim jeden Auflösen oder Abwerfen dieser Karte fügst du deiner Hand einen Dolch hinzu. Wir müssen doch mit Dolchen spielen. Ich komme nicht drum rum. Ich komme nicht drum rum.
Gewürfel der Weisheit können zweimal besucht werden. Wenn Charora ein Dolch auf die Hand bringt, füge doppelt so viel hinzu, was unsere Spieltaktik in dieser Runde wieder bewahrheitet, dass wir mit Dolchen spielen. Wir bekommen ja auch immer, wenn wir eine Karte auflösen, einen Block hinzu. Wie kommen wir denn am besten hier hinten hin? 2, 4, 5. Eine Geschichte. Kaufe einen Edelstein. Nahkampf, sehr schön. Den heben wir uns zumindest. Und das sollen wir den spielen mit Rückruf. Beiden auslösen. Füge deine Hand 3 Dolche hinzu. Bei jedem Auflösen oder Abwerfen dieser Karte fügst du deine Hand 1 Dolch hinzu. Wenn ich Combo und vorne mache. Ich hätte gern ehrlich gesagt Tinte, um hierher zu kommen. Ah, das ist aber alles richtig mies. Noch ein Konter. Sturmschütze. Aggressiv. Greife einen Gegner an, verliere aggressiv in diesem Zug. Interessant. Interessante Karte. Sehe ich zum ersten Mal. Das war nicht Glück war. Heldenangriffe dieser Karte machen 3 Schaden oder ziehe eine Karte. Am liebsten würde ich das ja auf eine machen, die jetzt 0 kostet. Wir heben uns den Stein mal noch ein bisschen auf. Wenn wir den schlagen, wird diese Karte kostenlos. Wir bekommen einige Dolche auf die Hand, 6 Stück insgesamt. Schaden. Das ist gar nicht toll.
Wir müssen jetzt natürlich alles spielen, um diesen Schaden so gering zu halten wie möglich. Gleich mal wieder zwei Dolche auf die Hand. Zweimal 14. Zweimal 14. Noch den hier. Werf die Dolche. Mach den Kickflip nach hinten. Zerstückeln und einen Faustschlag. Aha, explosives Pergament haben wir bekommen. Wo setzen wir das denn ein? Junge, das ist ganz schön großes Feld. Müsste ich ja schon fast hier einsetzen. Nur Mist aufgedeckt, das glaube ich jetzt nicht. So, nächster Fight. Oh. Das ist nicht gut. Wie sie sich die Deutsche holt. Schaut euch mal an, wie die Deutsche hier zunehmen. Die macht sie einfach alle weg. Mit ihren kleinen Dolchen. Präzisionstinte. Die habe ich doch ersehnt. Okay. Wir müssen den Kampf definitiv machen. Den Kampf müssen wir machen, dann können wir hier drei auf gerader Linie entfachen. Brauchen wir eine Heilung? Ich würde sagen, ja. Ah, hier haben wir übrigens auch noch einen Kampf. Habe ich ganz übersehen. Oh nein. 2x10, 20 Schaden.
Kickflip kann ich nicht machen. Boah. Beide sind so nervig, ehrlich. Der ist geschützt, hat 6 Angriff mehr. Wir können jetzt das hier spielen. Können uns Dolce holen. Auch wenn das wirklich nicht das Gelbe vom Ei ist. Wir haben 7 Deutsche, wir müssen versuchen, ihn aus dem Rennen hinten zu. Wunderbar, hat funktioniert. Dann haben wir hier noch den Faustschlag. Schaden bekommen wir. Muss ich mit leben. Er macht jetzt 2x14. Das kann die ab. Gib mir mal 2 Dolche. Der bufft sich wieder. Ein paar Dolche bitte. Junge, 8 Dolche. Die Dolche hebe ich mir auf für nächste Runde. Gut, mehr Schaden bekommen wir nämlich hier nicht rein. Zwölf, acht, er stirbt nicht. Ah, der stirbt, okay. Wollte schon sagen. Er stirbt durchs Blut. So, edle Tinte. Wie kommen wir jetzt dahin? Eine und 3 benutzen. Da haben wir noch eine Geschichte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Anstatt Schaden zu verursachen, fügen Scharra-Karten stattdessen halb so viel Blut zu. Holy moly. Anstatt Schaden zu verursachen, fügen Scharra-Karten halb so viel Blut hinzu.
Boah, das kann ich nicht bringen. Erhalte 20 Max Leben. Klicke einmal pro Kampf auf Aurora, damit alle deine Karten in diesem Zug weniger kosten, bis sie gespielt werden können. Die Ehre ablehnen. So, und ich würde sagen, wir machen mal hier ein kurzes Stopp und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, habt eine gute Zeit. Ciao.